Wir sollten uns nicht länger etwas vormachen. Wir werden Angela Merkel als Kanzlerin einfach nicht mehr los. Zumindest nicht auf legalem Wege. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und die Deutschen haben sich an Angela Merkel gewöhnt. So wie man sich an Zahnfleischbluten gewöhnt. Es ist nicht schön, aber es tut auch nicht richtig weh. Man weiß, es wird böse enden, aber im Augenblick kann man es aushalten. Diese Frau ist in freien Wahlen unschlagbar und das muss man einfach mal festhalten. Angela Merkel ist und bleibt der FC Bayern München der deutschen Politik. Nur ohne Pep halt. Aber sie hat diesen einen Wahnsinnstrick drauf und da fallen alle immer wieder drauf rein. Wenn alle vor der Merkel stehen, schimpfen, toben, sauer sind und auf sie einreden, dann dreht die Merkel sie einfach um und sagt, die stehen hinter mir. Im Grunde. Im Grunde agiert sie wie ein geschickter Magier. Ein Magier lenkt sie ja mit seinem Gequatsche vor dem ab, was er mit seinen Händen macht. Und die Merkel lenkt sie mit ihren Händen. Ablenkung ist nämlich das, was gefragt ist, meine Damen und Herren. Wir Deutschen müssen permanent abgelenkt werden. Ja? Wir dürfen uns aufregen, aber über die richtigen Dinge. Wir Deutschen regen uns gerne auf, wir sollen uns aber nicht über Dinge aufregen, die wirklich was verändern würden. Deshalb müssen wir mit Skandalen gefüttert werden und das betreiben die Medien. Die Medien sind dazu da, uns zu beschäftigen. Und das Erregungslevel steigt ja immer höher. Inzwischen haben wir ja einen Punkt erreicht, wenn 3 Tage schönes Wetter war, steht am nächsten Tag in der Bild-Zeitung, wird es nie wieder Regen geben. Das ist so das Erregungsniveau, das wir erreicht haben. Und die Skandale sind zum Teil jahreszeitlich bedingt. Sie kommen immer wieder. Jetzt steht die Grippesaison vor der Tür. Das werden wieder herrliche Bilder werden, wobei letztes Jahr war langweilig, oder? Da haben sie sich auf kein Tier einigen können. Was ist aus der Vogelgrippe geworden? Ich weiß es nicht, fragen Sie die Schweine. Aber dass die Grippesaison letztes Jahr ausgefallen ist, das war dann zum Beispiel das Pech vom ADAC. ADAC, eine Organisation, für die sich keine Sau interessiert, wenn er keine Panne hat. Plötzlich waren die gelben Engel die Ersatzschweine. So funktionieren die Medien. Ein Skandal, ganz nach dem Geschmack von Angela Merkel. Alle dürfen sich aufregen, alle können mitreden. Wie können die nur? Das gibt's doch nicht. Und wie kann der nur? Und es ging um gar nichts. Es ging um überhaupt nichts. Ob von 19 Millionen ADAC-Mitgliedern 3.500 oder 35.000 das Scheißauto des Jahres wählen. Das ist nicht mal ein Beutelreis, der da in China umgefallen ist. Aber Skandale müssen her. Jetzt ruhen alle Hoffnungen auf Ebola. Ebola, das ist natürlich furchterregend. Ebola, da sind schon Tausende dran gestorben in Afrika. Gut, 1 Million Menschen sterben in Afrika jedes Jahr an Malaria. Weil da könnte man was dran machen. Die Medikamente gibt es, die müsste man einfach nur bezahlen. Aber das sind auch nicht so schöne Bilder mit jetzt so Schutzanzügen und so. 1,5 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Tuberkulose. Wussten Sie das? Tuberkulose, das kann man auch heilen. Kostet auch Geld. Tuberkulose ist höchst ansteckend. Gibt es eigentlich Kontrollen an den Flughäfen, ob Menschen mit Tuberkulose nach Deutschland einreisen? Was ist mit diesen multiresistenten Keimen in den deutschen Krankenhäusern? Kennen Sie die? Das sind die, wo kein Antibiotikum mehr weiterhilft. 12.000 Deutsche sterben jedes Jahr an multiresistenten Keimen. Das sind 30 Tote am Dach. Diese Keime, die können Sie in Afrika gar nicht kriegen. Da müssen Sie sich extra in ein deutsches Krankenhaus begeben. Ah, übrigens, es verhungern noch 50.000 Menschen jeden Tag auf der Welt. 18 Millionen Menschen verhungern jedes Jahr. Wäre auch eine Schlagzeile mal. Ein Skandal, oder? Heute wieder 50.000 Menschen verhungert. Wie kann das passieren? Aber sehen Sie, der Unterschied zwischen Hunger und Ebola ist ganz einfach. Hunger können Sie nicht nach Deutschland einschleppen. Hingegen Lebensmittelskandale werden vom Deutschen immer wieder gerne genommen. Lebensmittelskandale, da kann der Deutsche sich aufregen. Man kann nichts mehr essen. Mit vollem Mund wird da rumgejammert. Und mal geht es um Bio-Eier von Hühnern, die gar kein Bio-Fleisch zu fressen gekriegt haben. Dann der Jahrhundertskandal im letzten Jahr, Pferdefleisch in der Lasagne. Da konnten Sie mal sehen, wie die Deutschen sich aufregen können. Sie müssen die Leserbriefe noch mal nachlesen. Und der Deutsche ist an sich ein geduldiger Mensch. Er hat kein Problem damit, wenn einer seine E-Mails mitliest. Es stört ihn noch nicht, wenn seine Telefongespräche abgehört werden. Aber Pferdefleisch in diesem urdeutschen Gericht, da ist Schluss mit lustig.
Und noch ein Skandal und noch eins. Und wenn überhaupt nichts mehr hilft, wenn wir wirklich abgelenkt werden müssen von ganz schrecklichen Dingen, dann kommen sie immer noch mit den Migranten. Das funktioniert immer noch. Migranten, das zieht, da haken die Deutschen unter. Da hat auch der Hartz-IV-Empfänger was, auf das er runtergucken kann. Die Migranten sind schuld. Einer muss in Deutschland immer schuld sein. Und Juden sind nicht mehr genug da. Migranten sind genug da, die können schuld sein. Und weil das Boot schon so viele Jahre voll ist, kommen die Migranten inzwischen in Wellen. 1. Mai vor 2 Jahren. Die Polen durften europaweit ihren Arbeitsplatz frei wählen. Sie müssen diese Panikartikel noch mal lesen, die Wochen vor Veröffentlichung. Jetzt kommen die Polen, was ist mit unseren Arbeitsplätzen? Am Dach der Arbeit kamen die auch noch. Ne? Millionen von Polen standen Hufe scharrend an der Grenze, um uns hier über den Haufen zu rennen, aber die meisten sind durchgelaufen. Es ist gar nichts passiert. Dieses Frühjahr kamen die Rumänen. Können Sie sich die Aufregung noch erinnern? Ein Skandal, Millionen von Rumänen überschwemmen das Land. Da sind so viele gekommen, da müsste unter jeder Bank nur einer sitzen eigentlich. Die CSU außer sich vor Wut, Zuwanderung in die Sozialsysteme. Wer betrügt, der fliegt. Aber kein Land der Welt will die CSU aufnehmen. Und dann... Ein paar Wochen später, wenn die Aufregung sich gelegt hat, lese ich einen ganz kleinen Artikel in der Zeitung, da steht dann drin, 25% der Rumänen, die gekommen sind, haben einen akademischen Abschluss. Und dann begreife ich die Ängste der CSU.